Hallo Leute. Ja, heute checken wir nochmal das CPO-Becken. Moment. Was war es jetzt? Genau, fünf Mädchen sind jetzt drin und drei Jungs. Fünf Mädchen und drei Jungs. Also, oh. Jetzt kann es sein, dass wieder flackert, aber wir wollen mal sehen, wie es jetzt aussieht. Mit blauem Hintergrund, ja, genau. Wurde jetzt ein bisschen umgebaut. Da hinten kommen noch mehr Pflanzen in die Ecke. Die müssen da viele darüber. Genau. Ja, mit dem Sämanneblatt kommt es ja auch angenehm. Passt eben alles irgendwie zusammen. Genau. Die anderen Apfelschnecken sind draußen in der Goldmischwanne. Sind ja 18 Grad drin. So, dann gucken wir mal. Ja, die CPOs, da sitzt einer. Sind eigentlich sonst immer zu sehen, neues Moos rein auch. Sind eigentlich vieles Moos, wächst sehr angenehm. Eigentlich sind jede Menge zu sehen immer. Ach, da ist, wer ist das? Das ist der Mampfi. Genau. Da sieht man jetzt nichts. Da kann man ja hier sehen. Alle Mampfis am Mampfen. Zuckt wieder rum, weil er gesehen wird. Naja, wie gesagt, die mögen alle die Kamera nicht. So. Ja. Ach, und da ist Ronja, wie es aussieht. Oder Moment mal, das ist gar nicht Mamphi, das ist ein neues Mädchen. Genau, und da ist Mamphi. Dieses neue Mädchen ist auch so übelst gewachsen. Schon verwechselt, aber Mamphi ist ja noch größer. Und Ronja ist ja eigentlich noch größer, aber Ronja, ja, sieht ganz schön mitgenommen aus durch die ganzen Schwangerschaften. Da ist auch noch, die haben sich wieder gehäutet nämlich. Und irgendwo, ach, hier oben hat man die Haut gesehen. Ach, jetzt kommt hier das Flackern, entschuldigt bitte. Ja. Aber so ist eigentlich ganz angenehm. Hätten liegt auch noch Haut. Die haben sich also jede Menge hier gehäutet. Oh, die hier noch nicht wahrscheinlich. Oder nur einmal. Ja. Naja, sehr angenehm. Man sieht es ja, wa? Weiterhin angenehme Momente gewünscht.